Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der geschärften Brechstangen und Skalpelle. Heute stelle ich euch wieder ein Messer vor, und zwar das Cold Steel Code 4. Der Griff ist ca. 13 cm lang, die Klinge ist ca. 8,5 cm lang, die Klingenstärke beträgt um die 3,2 mm. An der breitesten Stelle ist das Messer 4,2 cm breit. Und das Messer ist komplett circa 1 cm dick. Also insgesamt relativ schlank, sodass es sich als EDC-Messer dann doch eignet. Die Klinge hat einen Hohlschliff und eine Clip-Point-Spitze. Das hier ist jetzt die neuere Version mit dem neueren Stahl, also mit dem CTS XHP-Stahl. Aber dazu später mehr. Cold Steel vermarktet dieses Messer als Backup-Messer für Polizisten. Ob es sich als gutes EDC-Messer erweist, ob es allen Anforderungen des Alltags gewachsen ist, das werden wir gleich feststellen. Für grobe Arbeiten ist das Messer eher nicht gemacht, dadurch, dass es ein Folder ist. Hacken braucht man gar nicht erst versuchen, dafür ist die Klinge nicht wuchtig genug, dafür ist die Klinge viel zu leicht, das Messer generell, man bekommt einfach keinen Schwung hin. Das gilt aber für eigentlich jedes Klappmesser, außer man spricht jetzt über das Cold Steel Voyager XL, mit dem kann man durchaus ganz passabel hacken. Batonen werde ich mit diesem Messer auch nicht. Es hat zwar den Triad Lock, der eigentlich sehr, 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 sehr robust ist und eigentlich alles aushält, aber ich möchte es nicht unbedingt darauf anlegen. Zumindest nicht bei einem Klappmesser von Cold Steel aus Taiwan um 125 Euro. Feine Aufgaben wie Schneiden und Schnitzen funktionieren doch recht gut. Ein Flachschliff wäre wahrscheinlich besser, aber mit dem hier funktioniert es auch recht gut. Ob Schwarzwälder Speck, Tomaten, Äpfel, die Entenknochen vom Mittagessen, Paracord oder Karton. Auch eine Dose lässt sich relativ schnell und leicht damit öffnen. Was die Holzbearbeitung angeht, ein Stock anschnitzen ist kein Problem. Auch Federsticks machen funktioniert. Mit einem Flachschliff, wie gesagt, wäre es besser. Mit einem Scandi-Schliff noch besser. Aber ja, in der Not kann man sich damit behelfen. Ja, alles in allem, was die Schneidleistung angeht, doch recht passabel, ja. Was den Stahl angeht, ja. Ich bin einerseits überrascht und andererseits etwas enttäuscht. Nach dem Öffnen der Dose habe ich festgestellt, dass an drei verschiedenen Stellen Klingenausbrüche vorhanden sind. Dadurch, dass Cold Steel diesen Stahl so anpreist, dass er so robust, so tough ist und alle möglichen Aufgaben meistern kann, von weichen Sachen bis hin zu harten Sachen, bis hin zu metallischen Sachen, dass sie alles durchtrennen können, etc. etc. ist das Ergebnis doch recht ernüchternd. Also was die groben Arbeiten angeht, eben in Metall reinstechen oder Dosen öffnen etc., das würde ich mit diesem Stahl nicht tun. Nicht wirklich. Dafür ist der AOS 8 viel besser geeignet. Was die Schleifbarkeit angeht, da hat mich der Stahl überrascht. Ich habe eigentlich erwartet, dass er wesentlich schwieriger und länger zu schleifen ist. Ich habe das Messer innerhalb von wenigen Minuten wieder auf Rasurschärfe gebracht. Wie schnitthaltig der Stahl dann wirklich ist, das werde ich noch sehen. Der Griff selber ist, wie ich schon erwähnt habe, sehr schmal. Er ist insgesamt 1 cm, nicht einmal 1 cm breit. Ich persönlich bevorzuge es, wenn ein Messer doch etwas dicker ist, dass ich merke, dass ich was in der Hand habe, dass ich es gut greifen kann. Das ist hier nur zum Teil der Fall. Der Griff ist sehr ergonomisch, aber er hat einen sehr, sehr, sehr großen Nachteil. Das Griffmaterial ist nämlich Aluminium. Und das kann mitunter sehr rutschig werden, vor allem bei sehr trockenen Händen. Gut, aber das ließ sich leicht beheben. Ich habe den Griff ein bisschen abgepickt mit Gunntape. Und jetzt ist es sehr griffig. Jetzt gibt es kein Rutschen. Jetzt liegt das Messer sicher in der Hand. Die Klingenverriegelung ist der Triad Lock. Super mächtig, super heftig.
sehr robust, kein Klingenspiel. Das Messer ist einhändig bedienbar, es lässt sich einhändig öffnen, es lässt sich genauso gut einhändig wieder schließen. Falls es die Rechtslage erfordert, der Daumenpin ist abnehmbar. Selbst dann lässt es sich eigentlich nach wie vor einhändig öffnen und schließen. Mit etwas Schwung aus dem Handgelenk kann man das Messer aufschnippen. Funktioniert eigentlich sehr gut. Ja, also das Fazit. Im Originalzustand ist der Griff zu rutschig. Der muss erst überarbeitet werden. Der Stahl selber hat mich leicht enttäuscht. Er ist zwar leicht nachschleifbar, da war ich wirklich positiv überrascht. Aber die Klingenausbrüche nach dieser Dose, es war ja nicht wirklich eine dicke, eine feste Dose, das war ja so eine weiche Dose. Und dass es dennoch zu Klingenausbrüchen kommt, ja, ich sag nur aus, achte, dass nicht passiert. Obwohl er so verschrien ist, obwohl er nicht wirklich gemocht wird heutzutage, würde ich ihn bei solchen Arbeiten doch vorziehen. Die Schneidleistung ist an und für sich okay. Es gibt Schlechteres, es gibt Besseres. Naja, eigentlich, es gibt viel wesentlich Schlechteres, ja, Glock, Entschuldigung. Als EDC-Messer wäre es okay, ja, es kann vermutlich alles handeln. Als Backup-Messer beim Bushcraft oder Survival, ja, es würde auch gehen, sicher mit Holz kann es arbeiten, aber da wären andere Anschliffe doch wesentlich besser. Der Preis, ja, 125 Euro, ja, ich weiß nicht. Bei der Konkurrenz mit diesem Stahl gibt es nicht unbedingt was Besseres. Spyderco ist ebenfalls genauso teuer, wenn nicht sogar teurer teilweise. Das, was die Konkurrenz eben nicht hat, ist der Triad Lock. Der ist doch sein Geld wert. Ob es jetzt so viel Geld wert ist im Gesamtpaket, das, ja, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich würde es vermutlich nicht nochmal kaufen. Ja, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, das Video war informativ und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!